Der Präsident der Weltbank, Wolfowitz, tritt Ende Juni zurück. Ihm war vorgeworfen worden, seiner ehemals bei der Weltbank beschäftigten Lebensgefährtin einen deutlich höher dotierten Posten bei der US-Regierung verschafft zu haben. Ein Prüfungsausschuss der Weltbank wertete dies Anfang der Woche als Regelverstoß. Die Weltbank fördert Projekte in den ärmsten Ländern der Erde. Paul Wolfowitz am Morgen nach seinem tiefen Fall. Die Beförderung seiner Lebensgefährtin, sein autoritärer Führungsstil und seine Uneinsichtigkeit haben den Freund von Präsident Bush das Amt gekostet. Zum 30. Juni muss der Weltbankpräsident gehen. Ich bin dankbar. Viele Mitarbeiter der Weltbank haben mir zum Abschied alles Gute gewünscht. Wir haben in den letzten beiden Jahren viel gearbeitet und viel erreicht. Der Vorsitzende des Direktoriums der Weltbank sieht das deutlich anders. Paul Wolfowitz habe der Weltbank schwer geschadet, sagt Eckhard Deutscher. Die Beförderung seiner Lebensgefährtin ist für ihn ein klassischer Fall von Günstlingswirtschaft. Herr Wolfowitz hat einen Interessenkonflikt gehabt, dem er nicht aus dem Wege gegangen ist. Er hat seine Lebensgefährtin befördert. Er hat hier innerhalb der Weltbank gegen Regeln verstoßen. Er hat es gewusst. Er hat auch versucht, indem er den Personaldirektor gebeten hat, Stillschweigen zu bewahren, versucht, diese Zusammenhänge geheim zu halten. Paul Wolfowitz war als stellvertretender Verteidigungsminister einer der ideologischen Wegbereiter des Irakkrieges. Er ist nach Verteidigungsminister Rumsfeld der zweite Vertraute von George Bush, der vorzeitig aus dem Amt scheidet. Der Sturz von Paul Wolfowitz ist eine schwere Demütigung der US-Regierung. Der neokonservative Wolfowitz hat sich immer als Hüter von Moral und Gegner von Korruption präsentiert. Am Ende wurde er seinen eigenen Maßstäben nicht gerecht.